Wenn man so blank auf die Tabelle schaut, sieht es schlecht aus. Aber wir haben besonders auch in der letzten Saison ganz viele von diesen Situationen gehabt. Wichtig ist natürlich auch, dass du mal einen Bock umstößt. Wir haben jetzt 17 Spiele hintereinander gehabt. Wenn wir dann besonders gegen direkten Konkurrenten wie Hamburg, die ziehen wir dann komplett mit rein. Und dann hast du Hoffenheim zu Hause. Das, denke ich, nimmt dann nochmal sehr viel Schwung mit. Es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken, weil wir haben seit 17 Spielen nicht gewonnen und trotzdem sind es nur 6 Punkte zum rettenden Ufer. Und deswegen mit den nächsten 2 Heimspielen ist alles drin. Man hat mit Sicherheit jetzt in den 2 Tagen schon die Ansätze vom Trainer gesehen. Jetzt war es natürlich, was das Taktische angeht, ein bisschen schwierig 2 Tage vorm Spiel. Hat dann versucht, ein bisschen mit auf unsere Psyche einzuarbeiten und jetzt haben wir eine komplette Woche, aber da denke ich, dass der Trainer schon alle seine Vorstellungen vermitteln wird und ja, die müssen wir annehmen und dann auch positiv umsetzen. Er war ja ein sehr torgefährlicher Spieler und war ein super Spieler und er wird ja wohl seine Gründe haben, warum der hier ist und er wird auch wissen, dass unsere Stärken da sind und wir werden alles daran setzen, das umzusetzen, was der Trainer von uns verlangt und ich glaube auch, dass wir nicht so schlecht sind, wie es immer gedeutet wird. Wir haben die Qualität, in der Liga zu bleiben und die Chance werden wir nutzen.